Liebe geschätzte Freunde in der Slowakei, liebe Familie der Europäischen Volkspartei, in unserem schönen Nachbarland der Slowakei steht eine wichtige Wahl an, die Präsidentschaftswahl. Und ich möchte heute als Nachbar und Freund auch durchaus eine Persönlichkeit hervorheben, die zu diesen Wahlen antritt. Pavol Ruszkowski. Er ist wohl bekannt, er ist eine international anerkannte Persönlichkeit, weit über die Grenzen der Slowakei hinaus auch durchaus geschätzt. Und er ist ein Christdemokrat, der auf einem festen Wertefundament steht. Er ist auch ein Freund von Österreich. Wir haben gemeinsame Projekte mit ihm entwickelt und ich hoffe daher sehr, dass er auch in der Slowakei Erfolg hat. Es geht aber in dem Zusammenhang um mehr. Es geht darum, wie sich die Slowakei entwickeln wird, wie wir auch auf europäischer Ebene intensiv miteinander arbeiten können. Und dazu zählen Persönlichkeiten, die gut vernetzt auch miteinander können und eine gemeinsame Zielsetzung haben. Ich glaube, dass unser Kandidat, dass Pavol Ruszkowski, derjenige ist, der am besten dieses Amt auch ausüben kann. Er ist ein Europäer, er ist ein Christdemokrat, er ist auch ein Freund und ich hoffe sehr, dass die Wahl in der Slowakei auf ihn fallen wird. Musik